wir hätten nicht drüber maulen sollen, dass die Filme jetzt alle so krass werden, denn heute war so ein Tag, der einem so einfach mit der, nicht mal mehr mit der flachen Hand, sondern direkt mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Oh ja, oh ja. Erzähl doch von deinem zuerst, dann kann ich mir noch was ausdenken zu meinem. Gut, ich habe heute früh gesehen Iradiyeh von Riti Pan. Tja, wie soll man diesen Film beschreiben? Das ist eine Meditation, ein audiovisuelles Gedicht über Tod, Gewalt, Krieg und Vernichtung. Hervorragend zum Frühstück, gell? Ja, hervorragend zum Frühstück. Auf eine unglaublich künstlerische Art und Weise gemacht. Das hat man allein schon daran gesehen, dass die Leinwand meistens in drei Teile aufgeteilt war und dann gab es so Fahrten durch Konzentrationslager, historische Bilder von Nazi-Aufmärschen, von Pol Pot-Kämpfern, von Hiroshima-Opfern. Ja, und das war. Und dazu waren immer so Texte, sehr philosophische Texte hinterlegt, die im Prinzip manchmal so indirekte Korrespondenz mit den Bildern traten, manchmal aber auch nicht. Und man musste unglaublich aufpassen bei diesem Film. Das klingt ein bisschen nach Godard, ehrlich gesagt. Ja, das hatte tatsächlich so ein bisschen was Godard-mäßiges. Die Texte, also war, hat sich insgesamt mehr um Verständlichkeit bemüht. Das war ein unglaublich komplexes, ja, es war eigentlich fast eher eine Installation und ein Gesamtkunstwerk als ein Film. Okay. Sehr interessant, sehr heftig. Also ich habe noch nie so viele Leichen in einem Film gesehen. Das ist, also der Film geht auch wirklich, der sucht. Es sind meistens halt historische Bilder und man sieht halt KZ-Insassen bis aufs Skelett abgemagert. Man sieht Leichen, man sieht Vivisektionen. Also sehr, sehr, sehr heftig. Also dagegen ist mein Film ja faktisch eine Komödie gewesen. Ja. Mohammed Rasoulouf's There Is No Evil. Rasoulouf ist ja einer der wenigen Filmemacher, die auch noch sehr, sehr politisch aktiv sind und hat auch eine ganze Weile jetzt im Hausarrest verbringen müssen. Mhm. Und sein neuer Film, da geht es jetzt wirklich um, also natürlich wieder um die Situation im Iran und diesmal im Spezifischen geht es um den Fakt, dass im Iran die Todesstrafe sehr viel und oft vollstreckt wird. Und es ist ein Episodenfilm. Manche Episoden hängen auch miteinander zusammen. Alle erzählen eigentlich von eigentlich ganz normalen Menschen, die eben damit in Verbindung geraten. Und es wäre jetzt das Einfachste, jetzt von den Leuten zu erzählen, die irgendwie exekutiert werden. Mhm. Aber Rasoulouf erzählt von den Leuten drumherum quasi. Also die Leute, die in der Tat damit zu tun haben oder die, weil sie mindestens 21 Monate dort in die Armee müssen, gezwungen werden, Menschen umzubringen. Und wir haben da verschiedene Geschichten mit verschiedenen Leuten. Aha. Und was das, wie schlimm das ist, wie krass das ist und welche unglaublichen Ripple-Effekte das zieht in die Familien hinein, in die Liebe hinein, ja, bis hin zu 20, 30, 40 Jahren später. Aha. Das ist sozusagen im Endeffekt, was Rasoulouf an dieser Stelle zeigt. Und vor allem, es ist völlig egal, ob du mitmachst, weil du dir denkst, ja, was, ich habe ja keine Chance und ich mache das jetzt, wird schon gut sein, oder ob du es nicht tust. Aha. Es ist also doomed if you do, doomed if you don't, ganz klar. Und ich fand es sehr, sehr spannend, weil im Endeffekt sind das so, diese Episoden so ein bisschen in so einem Thriller-mäßigen aufgetischt. Ja? Also am Anfang sieht man meistens ganz normale Familienszenen. Die allererste Folge ist einfach eine Familie, Mutter, Vater, Kind und die gehen einkaufen und haben Spaß und holen das Kind irgendwie ab. Und es ist nur, was so im Raum steht, ist, der Vater muss immer nachts arbeiten. Mhm. Und so richtig weiß die Frau auch nicht, was so sein Job ist. Und das wird sich erst ganz am Ende dieser Episode auflösen, wenn der Vater zur Arbeit geht, dort sitzt, sich einen Kaffee macht. Und dann blinken, hinten im Hintergrund ist so ein Panel und da blinken so Sachen, erst rot und dann grün. Und dann muss er auf einen Knopf drücken. Und in der Sekunde, in der er auf diesen Knopf drückt, sieht man mit einem sehr scharfen Schnitt Beine fallen. Das heißt, Menschen wurden gerade erhängt und exekutiert. Und man wartet sozusagen mit diesen zappelnden Füßen, bis sie aufhören, sich zu bewegen. Ja. Und das ist nur eine dieser Episoden. Es kommen immer wieder so Twists und Sachen vor, die man eigentlich so gar nicht hat kommen sehen. Und auch die, wie sich das manchmal auswirkt auf die, in die dritte Generation hinein, ist krass. Also es ist wirklich, es ist jetzt kein Film, wo man da sitzt und denkt, ah ja, es ist schlimm im Iran, sondern es ist so viszeral. Mhm. Vor allem diese Hilflosigkeiten, dass man gar keine Chance hat, in irgendeiner Art und Weise diesem Ganzen zu entkommen, selbst wenn man im Ausland ist. Ja. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Also, das waren ja somit die letzten Filme, die wir gesehen haben, nochmal so zum Abschied so richtig einen mitgegeben. Nochmal was Leichtes, Entspanntes, genau.
krass, können wir hier nur an dieser Stelle sagen, bitte erwartet jetzt nicht, dass wir uns noch irgendwie weiter ausdrücken können. Ich glaube, ihr verzeiht uns das. Wir gehen jetzt einfach und setzen uns irgendeine Ecke und sind eine Weile still, so wie sich das gehört und wie es diese Filme in gewisser Hinsicht auch verlangen. Und wir kommen morgen nochmal wieder mit einem sozusagen einem Best of das Filmfestival, wo wir euch nochmal die Filme nennen aus dem Wettbewerb und Out of Competition, die ihr wirklich gucken solltet. Okay, bis dann.